Heute ist mein Freund weg. Mal steht hier immer jemand. Was ist er denn? Ist doch alles gut. Ja, das war eigentlich abzusehen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir heute den Convenience Store weiter. Denkt euch nichts über dieses Menü. Aber ich habe gerade schon die erste Folge aufgenommen und dachte mir, ich spiele gleich in einem durch, dass es erledigt ist. Und ich würde sagen, wir gehen einfach gleich weiter. Wir haben nämlich die zweite Nacht. Ich habe immer noch nichts zu essen. Traurig. Traurig, traurig. Oh, was ist das? Ein Regenschirm. Es klopft. Ich will nicht, dass es klopft. Ja, bitte. Ein Paket. Schon wieder ein Tape. Gucken wir uns das halt auch noch an. Sehen wir diesen mal? Nichts. Sie ist schon wieder beim Convenience Store. Das ist das Absperrband, was wir vorher schon gesehen haben in der ersten Folge. Finde ich nicht cool. Ich habe hier drin meinen Regenschirm auf. Wir gehen jetzt einfach zum Convenience Store, ohne mich zu verlaufen. Ich habe die Tür offen gelassen. Normalerweise mag ich es sehr, wenn es regnet. Ich glaube, es regnet. Nee, es regnet bei uns nicht. Aber irgendwie in Horror Games ist immer so eine Sache. Mit Regen und ich. Ah, wir sind ja schon wieder da. Heute ist mein Freund weg. Mal steht hier immer jemand. Was ist er denn? Puh. Ja. Ich hab dich, nicht wahr? Okay, okay. Fein. Ich werde aufhören. Ich verspreche, ich tue es nicht nochmal. Das hoffe ich doch für dich. Oh mein Gott. Manche Produkte fehlen. Es regnet hier drinnen. Ich soll sie nachfüllen. Ich soll sie bis morgen früh vor nachfüllen. Dein Manager. Oder da war das Kind wieder. Muss ich da hin? Muss ich wirklich dahin? Muss da jetzt doch sicher hingehen. Wenn die schon da ist, dann muss ich da sicher hingehen. Aber ich sollte da den Stuff vor. Ich glaube, ich fülle erst auf. Dann gucke ich nach. Du lässt immer überall die Türen offen. Oh, Moment. Das füllen wir nach. Oder sollte ich hier zuerst auffüllen? Hier ist nichts leer. Auch hier vorne ist was leer. Hier. Mister, ja. Aufgefüllt. Oh, so viele Chips. Hm, ist noch ein Karton. Ein Karton. Entschuldigung. Ich bin eingeschlossen. Es ist mir eigentlich gerade scheißegal, dass deine Kunde kommt. Ich bin eigentlich einfach bei sowas abgehärtet. Ich arbeite im Einzelhandel. Ich bin abgehärtet, wenn es nach dem geht. Da. Das war nicht nett. Sowas tut man nicht.
nicht wie den Geist gewesen. Fülle ich den Scheiß auf. Da. Momentchen, Momentchen. Ich bin noch nicht fertig mit dem Auffüllen. Ja. Ging schon wieder die Tür auf. Ich gehe in die falsche Richtung. Oh, hallo. Ich bin Hammer da. Es ist etwas falsch mit dem Air Conditioner, mit der Kühlung. Oh, natürlich. Ich hasse es, zu spät zu arbeiten, aber jetzt halt gut oder so. You know. Don't mind me. Bitte, tu dir keinen Zwang an und check deinen Air Conditioner. Lass dich aber nicht einsperren, die Tieren, dem vertraue ich nicht ganz so. Und irgendwas müssen wir noch auffüllen. Irgendwas ist noch da zum Auffüllen. Da ist noch ein Karton. Karton! Karton. Jetzt bin ich nicht mal eingesperrt. Halleluja. Dass dich halt nichts frisst draußen. Ich würde darauf nicht vertrauen. Das ist alles ein bisschen merkwürdig bei uns. Oh ja, die ist kaputt. Die hier ist kaputt. Was ist eigentlich da? Bitte. Es ist verschlossen. Schade. Du brauchst echt lange, dass du da rüberkommst. Ich wollte es nur gesagt haben. Da muss ich dich wirklich gut bezahlen schon. Komm, Moment. Geh da rein. Mach die scheiß Tür zu. Da. Ich habe alles aufgefüllt. Jetzt? Guck ich nochmal in die Cam. Das habe ich heute erst einmal getan. Ich habe die Taschenlampe an. Mal gucken, was. Ich kann den voll stalken. Du hast doch gar nichts gemacht. Hä? Er hat doch nur hingeguckt. Wie langsam der auch geht. Faszinierend, wie gut diese Grafik ist und wie gut diese Grafik ist. Oder die hier. Wo ist er denn jetzt? Ist er schon weggefahren? Ist er gefressen worden? Oder ist das Girl schon wieder? Das Girl, das mir nur Probleme macht. Oder nee, das ist ein anderes Girl. Redet der gar nicht mit mir? Der hat keinen Bock auf mich. Ich warte jetzt noch, bis das Girl kommt. Dann gucke ich nochmal raus nach den Air Conditioner. Ciao. Girl? Oh, sie lächelt. Das ist eine tolle Kundschaft. Hallo. Oh. Hey. Bist du ganz alleine hier? Also ich kann das nicht glauben. Was für ein Manager würde ein Mädchen eine Mitternachtsschicht machen lassen, alleine? Ich sehe, du hast keine Wahl. Well, that's a very safe. Sie hat mir ein Talisman gegeben. Nun sei vorsichtig, natürlich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Aber ich glaube, selbst ein Talisman wird mich von nichts retten. So, raus. Guck ich mal, was der da eigentlich gemacht hat. Ich würde gerne in die Hütte, aber die ist ja verschlossen. Oh, da liegt was. Ja. Wieso? Versteckt der einen Schlüssel im Airconditioner?
Ja, die Tür ist offen. Dann geh rein. Ich will so sein, als würde ich etwas angreifen. Ich kann sie nicht öffnen. Warum nicht? Ich stehe im Fahrrad. Nein, lass bleiben, Girl. Du nervst mich. Machst du das mit dem Zoo? Nee, natürlich nicht. Okay, hier ist ein Sprunggarten. So, aber die Tür machen wir zu. Dann bauen wir auch nicht mehr. Die Toilette. Aber die Tür ist offen. Ach nee, nicht schon wieder. Ach komm, das ist langweilig. Ja, mach die Scheiß zu. Sorry, aber das ist echt nervig. Ja. Ach komm. Da ist jemand am Computer. Da war jemand am Computer. Der hat sicher meine Milch getrunken. 100% hat der meine Milch getrunken. Ist doch alles gut. Ja, das war eigentlich abzusehen. Aber jetzt ist die Kamera kaputt. Das war halt wirklich abzusehen. Okay, was ist, wenn ich da jetzt nochmal drauf gucke? Schreckt es mich dann wieder? Oder ist die Kamera wieder... Ja, die ist jetzt kaputt. Okay. Die ist kaputt. Ich habe die Kamera kaputt gemacht. Was ist denn das alles? Wieso sieht es denn hier überall so aus? Natürlich werde ich den Talisman jetzt aufheben. Der wird mich sowieso vor nichts schützen. Was mache ich denn jetzt damit? Soll ich mich damit einwickeln oder kann ich einfach gehen? Wie lege ich den denn jetzt hin? Die Kamera ist halt immer noch kaputt. Ich mag nicht mehr. Oh Mann. Da. Wo lege ich den Talisman jetzt hin? Oder brauche ich den, damit ich die Tür öffnen kann draußen? Weil ich sonst denke, irgendwas grabt mich. Und geh runter. Aber ich kann die Tür öffnen. Manager. Das ist mein Manager. Oder das war vielmehr mein Manager. Oh, jetzt ist er zu. Wieso mache ich das? Sehen wir jetzt wieder auf diesen Tape? Oh, das ist die Hütte. Ja, die habe ich doch schon aufgemacht. Die habe ich schon aufgemacht. Ja, toll.
Ich habe Hunger. Nee, okay, dann habe ich keinen Hunger. Was für ein Albtraum. War das also ein Traum? Nein, Girl, das war kein Traum. Das kann ich dir bestätigen. Ach komm, geh rum da. Girl, du nährst mich ein bisschen. Ganz bisschen. Aber es regnet heute nicht. Halleluja. Kein Schnee, kein Regen, kein Sturm. Unglaublich hübsches Wetter. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Nee, da ist die Brücke. Ich habe mich doch nicht verlaufen. Da ist schon der Convenience Store. Oh, mein größter Traum. Er ist schon wieder nicht da. Erschreckt er mich heute wieder? Ich habe keinen Bock, erschrocken zu werden. Nee, ich kann mich auch nicht einstempeln. Hä? Ich habe auch keine Aufgaben von... Mein Manager ist tot. Aber ich habe nicht mal Aufgaben vom Manager. Was ist, wenn ich jetzt rausgehe zu der Hütte? Ist die dann noch offen? Oder werde ich sterben? Kann man hier überhaupt sterben? Was geht hier vor? Oh Gott. Zweiten Reihe der dritte. Ich muss bestimmt alle genau die nehmen, die sie anguckt. Zweites Ding, drittes. Oh, das alles merken ist gar nicht so easy. Okay, da bleibt sie auch wieder beim Ohren stehen. Wie viele sind es denn, was ich mir merken muss? Wenn diese scheiß Kamera nicht eine bessere Qualität hätte, dann würde ich das alles besser sehen. Oder guckt sie hoch? Drei. Wo geht sie dann lang? Und da vorne ganz unten. Noch was? Ich meine, es sind eh schon zu viele. Es sind vier. Soll ich mir je vier Dinge merken? Oh, sie macht es aber immer wieder. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir unser Glück. Ich habe es mir nicht gemerkt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir nicht gemerkt. Moment, das war hier der. Hier war es der. Hier weiß ich nicht mehr. Hier war es der. Die vierte Reihe fehlt mir. Okay, dann guckt sie, den habe ich schon angeschaltet. Sieht man sogar auf der Cam, das finde ich toll. Ah, da ist noch einer. Ganz unten. Ich habe die Reihen vertauscht. Also da ist es nicht der. Ist egal, wie viele das ich einschalte. Nee. Nee, das ist nicht der gewesen. Es war hier der ganz unten.
war es hier der. Dann war es hier der ganz unten. Und hier war es einer alleine. Hier war es der. Nee? Was ist das denn für ein dummes Rätsel? Der hat der gestimmt. Der muss gestimmt haben. Dann geht sie da hinein. Guckt auf den mittleren. Man sieht halt leider auch ganz, ganz schlecht. Ich habe da den falschen genommen. Once again. Sie guckt hier nach oben. Sie guckt hier vielleicht da nach unten. Hier guckt sie den an. Moment, 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 Moment. Ja, gut. Und hier sieht sie den an. Ja? Oh mein Gott. Aber ich hab's richtig. Hallo? Ist jetzt wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen? Halt die Tür. Oh, hier liegt ein Tape. Vierte Nacht. Wegwerfen. Zu jemand anderen schicken. Oder anziehen. Sollen wir es wegwerfen, jemand anderen schicken oder anziehen? Ich kann mir vorstellen, wenn wir es jemand anderen schicken, dann kommt es wieder zu uns zurück. Wenn wir es wegwerfen, ist es ja trotzdem noch da. Ich sehe es einfach an. No risk, no fun. Wir sehen... Are you sure? Ja, ich will das sehen. Das ist mein Zimmer. Was mache ich da? Das ist meine Frage. Da steht jemand. Ich kann nichts machen, by the way. Ich habe Angst vor einem Jumpscare. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, ist das zweite Ending? Das war's? Bin ich tot?
Ich kann mir vorstellen, dass ich mal wieder das schlechte Ending gewählt habe. Ich habe irgendwie. Ich ziehe die schlechten Endings magisch an. Trotz dessen hat mir das Game eigentlich recht gut gefallen. Es war ein tolles Game. Auch wenn manche Sachen etwas merkwürdig waren. Aber ja. Ich würde gerne die anderen Endings auch noch sehen. Wenn ihr zufällig wisst, was passiert, wenn ich es wegwerfe, beziehungsweise wenn ich es woanders hinschicke, könnt mir doch gerne in die Kommentare schreiben. Es würde mich wirklich interessieren, was passiert. Und ich würde es halt ungern nochmal spielen, weil es dauert trotzdem eine Stunde. Aber es ist ein tolles Game. Ich liebe es. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Game gefallen. Es war echt witzig. Wenn ihr mehr von Tillers Art sehen möchtet, könnt ihr mir gerne Videovorschläge in die Kommentare schreiben. Ich sehe sie mir sehr, sehr gerne an. Wenn euch das Game gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und vielleicht sogar ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!